So, hallo, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bloody Unboxing. Super, dass ihr wieder reinschaut. Dankeschön dafür. Heute möchte ich euch eine neue Errungenschaft meinerseits präsentieren. Ja, so ein richtiges Unboxing ist es nicht, weil wenn ich euch so ein Buch präsentiere, ist das ja meistens eher nicht irgendwie verpackt oder da in Folie eingeschweißt, sondern es ist halt so, wie es ist. Ja? Man bekommt es. So. Aber ich fand, weil ich ja hier ganz gerne auch so über Alien berichte und ich weiß auch, dass ein paar Zuschauer dabei sind, die sich auch für Alien interessieren, habe ich mir gedacht, komm, bringst es hier mit rein, außerdem ist es ein ganz gutes, mal so ein Kontrast einfach zu den üblichen Mediabooks, Steelbooks und dem ganzen ähnlichen Gedöns. So, und deswegen habe ich euch heute von Titan Books das Coloring Book von Alien mitgebracht. Das habe ich mir bestellt. Fand ich ganz, ganz lustig, als ich das gesehen habe. Und zwar, jeder kennt so diese Mandalas. Ja? Mandalas, kennt ihr oder kennt ihr nicht? Das, diese figuralen geometrischen Bilder, die man dann, was auch so Psychologen, Psychiater so ganz gerne gestressten Menschen empfehlen, die dann mal so ein bisschen zur Ruhe kommen wollen. Ja? Die sollen sich das dann einfach mit Buntstiften ausmalen, farblich irgendwie austoben. Ja? Diese Form der Mandalas, die kommt aus dem Hinduismus und Buddhismus, hat so eine magische oder eine religiöse Bedeutung und so weiter, was weiß ich. Also jedenfalls, vergesst Mandalas, wenn ihr relaxen wollt. Ihr seid gestresst. Euch hat der letzte Film irgendwie den letzten Nerv gekostet. Holt euch dieses The Coloring Book von Alien und ups, jetzt habe ich ja fast hier, ja, ich bin auch gestresst und genervt, deswegen hätte ich jetzt fast die Kamera weggeknallt. So, und zwar hier seht ihr es, das ist auch noch die erste Ausgabe, First Edition vom März 2017, das ist also schon ein bisschen länger auf dem Markt. Scheint nicht der ganz große Renner zu werden, aber egal, vielleicht jetzt nach Bloody Unboxing. Und das sind eben solche skizzierten Zeichnungen drin. Ja, es ist nichts anderes wie ein Malbuch, also scheiß auf Mandalas, es ist ein Malbuch. Und da kann man sich natürlich dann künstlerisch ein bisschen austoben, indem man einfach Buntstifte nimmt und malt diese Sachen fein aus. Ja, da sind also ganz viele Szenenfotos aus dem Film drin. Hier ist Sigourney Weaver, Ripley mit einem Alien. Hier ist Alien Solo. Ja, das ist hier wohl Lance Henriksen, wie er da aufgespießt wurde bei Aliens. Also hier, das sind sehr, sehr viele. Es ist wirklich dick. Ja, ihr seht das hier. Ich will euch jetzt nicht jede Seite einzeln zeigen. Hier ist der Facehugger. Und das kann man dann ausmalen. Da kann man ein bisschen mal mit sich ins Reine kommen. Einfach ein bisschen, ja, entspannen. So, das ist einfach. Das ist ein Entspannungsbuch. So, und jetzt muss ich sagen, gefällt mir eins überhaupt nicht. Und das finde ich einfach schlecht durchdacht. Und ich frage mich, warum machen Herausgeber so etwas, so einen Quatsch? Warum macht man so ein Bild beispielsweise? Oder die sind ja alle so. Bis in die Falz rein. Das ist doch scheiße, mal ganz ehrlich. Wie soll ich denn jetzt hier mit meinem Pinsel hier hinten in der Falz noch das Bild ordentlich ausmalen? Also, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich reiße es raus, zerreiße mir das Bild möglicherweise, oder ich male es hier drinne im Buch, aber ja, ich kann es nicht bis hierhin hinmalen. Also ich male es dann nur, was weiß ich, bis 1-2 cm davor. Das ist nicht klug durchdacht. Das finde ich ein bisschen schade, weil hier wirklich richtig coole Bilder drin sind, wo man sicherlich hier mit dem Flammenwerfer, ja, Ripley haut hier mit dem Flammenwerfer richtig einen raus. Das ist cool. Ja, da kann man richtig, sich richtig schön hier die Eier hier, die Alien Queen, die kriegt auch gleich noch eins über die Rübe. Und da kann man sich richtig schön austoben künstlerisch. Ja, aber blöd. Man hätte doch hier einfach mal 2, 3, 4 cm das Bild verkleinern können, hätte hier einen weißen so einen weißen Absatz einfach reingezogen hier rechts und links, so dass man problemlos an diese Bilder kommt zum Ausmalen, oder sehe ich da was falsch? Hier ist Jonasy.
Also richtig ein ordentliches Buch mit halt diesem kleinen Makel, dass man einfach da nicht gedacht hat, nicht weitergedacht hat und hat hier einfach diese kompletten Bilder bis in die Falz reingemacht. Es ist nicht gebunden, es ist geklebt. Ja, kostet so bei im Buchhandel, glaube ich, hier 10 Euro. Also habe ich bezahlt, 10 Euro. Fand ich ganz nett. Kommt gut in meine Alien-Sammlung. Ja, und ich werde auch das ein oder andere ausmalen, ganz sicher. Wenn ich so in einer ruhigen Minute, wenn ich mich die Muse küsst sozusagen, werde ich mich hier ranmachen und werde hier versuchen, naturgetreu, wie es die Filmvorlage hergibt, die Bilder auszumalen, wobei hier auch viele Fantasiefotos drin, also Fantasiedarstellungen drin sind, was nicht, definitiv nicht aus dem Film ist. Und werde das dann ausmalen und werde euch dann meine Kunstwerke gelegentlich auf der Facebook-Seite von Bloody Unboxing präsentieren. Falls es jemand interessiert. So, ja, das war's schon wieder. Danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Und würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid zu einer neuen Ausgabe von Bloody Unboxing. Tschüss.